Hallo und herzlich willkommen hier zu den Robots in die Sims 4. Ja, manche Sachen sind einfach sehr, sehr unangenehm, wie vielleicht auch diese kleine Ankündigung hier. Ich gehe davon aus, dass ihr es vielleicht schon bei den Wilkinsons gesehen habt. Ich kündige es aber auch gerne hier nochmal bei den Robots und ihrer 22. Folge an. Ja, das wird die letzte Folge hier in dieser Playlist sein, von den Robots mit dem Titel Folge 22. Denn die Robots werden umswitchen. Sie werden zu den Allroundern gehen. Das ist eine Gemeinschaft hier in die Sims 4, wo wir so eine kleine Let's Play-Gruppe praktisch haben, innerhalb meines Kanals. Momentan hat ja jedes Let's Play hier mit jeder Familie seinen eigenen Namen und wird auch dementsprechend geführt. Und ich habe beschlossen, das für die Sims 4 abzuändern. Abgesehen von der 100 Baby Challenge, die ist davon nicht betroffen, die bleibt immer noch separat. Aber alle anderen Familien, ja gut, wir sind jetzt in einem Problem. Ich habe gerade erzählt. gerade kam ein Anruf. Joe von der örtlichen Bande sitzt im Kittchen. Ups. Ja gut, wir zahlen jetzt mal die Kaution. Huch, es hat sich herausgestellt, dass Joe sich mit Absicht erwischen lassen hat, als Teil der... Upsie. Die Kaution ist wohl nicht der Zeitpunkt. Okay, blöd. Ja gut, eigentlich gar nicht so schlimm, aber auch nicht so schlimm wie unser Playlist-Wechsel, ne? Das ist alles eigentlich gar kein Problem. Es ist einfach nur eine abwechselnde Sache, immer wieder zu denselben Terminen. Es ist eigentlich nur eine Aufteilungssache. Also das Let's Play hier wird einfach weitergehen. Wir werden ab und zu mit den Robots spielen, aber denn unter der Begrifflichkeit der Allrounder, also die Playlist und die Familienzusammenstellung, sag ich mal, heißt dann einfach die Allrounder. Und ja, so werden wir hier einfach dann immer im Wechsel, so ähnlich wie bei den Seachers jetzt, die Familien spielen. Also das ist jetzt momentan mit den Wilkinsons und dann hier mit den Robots immer so im Wechsel. Das Ganze wird dann immer Dienstag, Donnerstag und Samstag kommen, immer je nachdem, mit welcher Familie wir dann spielen. Und ja, wenn jetzt auch hier Großstadtleben im November erscheint, wird da wahrscheinlich auch nochmal eine Familie dazukommen. Oder wir werden eine Familie aufteilen oder wir werden in eine Großstadt ziehen. Einfach mal schauen, wie wir das Ganze handhaben. Auf jeden Fall möchte ich das liebend gerne ausprobieren, falls da jetzt auch schon die Frage aufgekommen sein sollte. Und ja, so ist das einfach mal. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass wir die Kaution bezahlt haben, obwohl das nicht hätte nötig sein müssen. Aber gut, das muss man halt wissen. Jo, ich bin ein bisschen angespannt. Jo. Wir brauchen immer noch gemeine Interaktion. Immer müssen wir gemein sein. Das ist total gemein. Ich meine, wir sind zwar hier so ein bisschen schelmmäßig drauf, aber okay. Abflüsse in drei verschiedenen Häusern verstopfen. Ernsthaft jetzt? Das können wir? Das ist ja geil. So, wo gehen wir jetzt beim Nachbarn klopfen um 2 Uhr morgens? Lässt uns hier irgendeiner rein? Okay, wir können nur reisen. Ich habe vergessen, dass in die Sims 4 ja das mit dem Nachbarn ein bisschen komisch ist. Ja, nee, einfach mal alleine. Komm, Joe, klopf mal an. Hoffentlich lässt er uns um die Uhrzeit jetzt auch einer rein. Das wäre wirklich blöd, wenn das nicht der Fall wäre. Und habe ich schon mal erwähnt, dass ich Ladebildschirme hasse? Das finde ich momentan so, so mega gut in die Sims 3, ne? Mit den Seachers, die wohnen alle an der Straße. Man braucht einfach nur anklopfen, die lassen einen rein und gut ist. Ja, nee, hier kriegt man einen wunderschönen Ladebildschirm präsentiert. Finde ich ein bisschen ungünstig, aber gut. Können wir jetzt hier den Abfluss verstopfen, sag mal? Geil. Wir gehen den Abfluss verstopfen. Finde ich schon wieder gut. Vor allem, das ist auch irgendwie gar kein Wunder, dass wir das tun. Oder dass wir einfach hier so ins Haus kommen, weil wir uns auf dieses Grundstück teleportieren. Es gibt manchmal Sachen, die ich nicht verstehe. Ah, was? Nicht dulden. Alter, mach weiter. Das muss doch irgendwie funktionieren. So, okay, anscheinend hat sie uns also doch bemerkt, als wir das gemacht haben. Wir haben die Hälfte geschafft. Sehr schön. Dass man auch irgendwie die Abflüsse verstopft. Geil. So, wollen wir einfach mal zum nächsten reisen? Wir hauen rein. Ciao. Ja, Ladebildschirm ist unser Freund, ne? Nee, also es macht ja schon Spaß, so den einen oder anderen Abfluss zu verstopfen. Ich weiß zwar nicht, was das wirklich für einen Sinn hat, ne? Aber für die Mission machen wir das einfach mal. Achso, ist das eigentlich voll gemein, oder? Wenn du einfach mal in Häuser eintrittst oder über den Abfluss verstopfst. Dürfen wir hier rein? Lass uns mal an der Tür klopfen. Hallo. Hä, bei dem anderen Haushalt durften wir einfach rein. Hä, an welche Tür rennen wir denn? An die Hintertür? Ernsthaft jetzt? Okay, klopf, klopf. Geil, wir sind drin. Okay, hier wohnen echt skurrile Menschen. Ich würde gerne hier ins Bad verschwinden. In der Hoffnung, es kommt hier nicht so schnell jemand rein. Und dann können wir hier mal ganz gediegen den Abfluss verstopfen. Boah, bleibt mal alles schön draußen hier. Gott, Alter, wie viele Leute wohnen hier? Hey, Keule, geh weg. Wir verstopfen hier in aller Ruhe einen Abfluss. Du solltest verschwinden. Ja, die Küche ist ja echt groß, ne? Aber da können wir auf keinen Fall den Abfluss verstopfen. So, okay, versuch
Die nächste? Oh nein, Alter. Jetzt kackt uns hier jeder an, deswegen. So, er auch noch. Na geil. Sag nicht, wir müssen gehen. Wir gehen hier einen Scheiß irgendwo hin. Wir versuchen es einfach nochmal. Ja, vielleicht interessiert es hier oben ja überhaupt keinen, wenn wir hier was machen. Hauptsache, die bleiben alle schön unten. Boah, ich frage mich manchmal echt, ob hier ein Fenster ist, damit der uns sieht. Haben wir es geschafft? Boah, geil. Wir hauen ab. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Hause. Ja. Weil, warum sollten wir jetzt noch mal ein Haus... Ich weiß nicht, wir gucken gleich mal auf die Mission, ob wir das geschafft haben oder nicht. Ich finde es irgendwie ein bisschen gruselig, das tatsächlich so umzusetzen. Vor allem, ich wüsste auch gar nicht, wie ich den Abfluss verstopfen soll. Was steckst du denn da rein, damit das alles kaputt geht? Das ist irgendwie voll merkwürdig. Habt ihr schon mal einen Abfluss verstopft? Also ich weiß nicht, wie ich da so ein Waschbecken zum Explodieren kriege, aber hey. Echt mal, man könnte einen Böller reinwerfen. Das habe ich nicht gesagt. Das ist definitiv nicht zur Nachahmung empfohlen. What? Wer hat hier Geburtstag? Was soll denn die Kacke? Wow, Geburtstage. Das ist ja mal eine krasse Angelegenheit. So, aber gut, dass wir erstmal hier auf Toilette gehen können. Und was zu futtern können wir uns hoffentlich auch holen. Sehr schön, wir haben nämlich auch Hunger. Wie geht's unserem guten Kristen so? Dem geht's ganz gut. Was sieht's hier arbeitsmäßig vor? Arbeitsmäßig ist so alles gut. Und wir müssen immer noch ein Videospiel oder eine App programmieren. Ich weiß einfach nicht, wie wir das hinkriegen, ne? Ja, wir könnten hier einfach mal versuchen, das irgendwie zu modifizieren und da irgendwie unsere Fähigkeit weiter auszubauen. Aber keine Ahnung am Ende, ne? Wirklich nicht. So, vielleicht kriegen wir es mit Joe auch noch hin, den Rest hier sauber zu machen. So, warten wir einfach mal, bis sie aufgegessen hat. Und eigentlich können wir das... Ach komm, ich pack das hier mal wieder in den Kühlschrank. Kann es später mal schlecht werden. So, weggeräumt, machen wir das hier noch schnell sauber und dann kann sie sich hier auch mal ins Zimmer begeben und schlafen. Immerhin haben wir das Haus jetzt schon ein bisschen eingerichtet bekommen, ne? Es sieht nicht mehr ganz so mega kalt aus. Herrje. Ja, der Christmas war zur Arbeit und wir haben hier das klitzekleine Problem, dass wir auch aufpassen müssen, dass unsere Sims nicht zu schnell älter werden, weil ich hier einfach jetzt mal so unbedacht spiele. Ich hoffe trotzdem, hatte viel Spaß beim Zusehen und dass wir uns dann hier auch bei den Allroundern wiedersehen. Und ja, dann macht's gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und ciao.